Die neue Osterkerze. Auch dieses Jahr habe ich wieder die Osterkerze für unsere St. Johanneskirche gestaltet. In der Regel wird die Osterkerze in der Osternacht in die noch dunkle Kirche getragen. Es ertönt dreimal der Ruf: Christus, Licht der Welt. Und die Antwort darauf ist: Gott sei ewiglich Dank. Dieses Jahr ist nun alles ganz anders. Sie hören mich vielleicht auf Ihrem PC oder auf Ihrem Smartphone. Wir können die Osternacht nicht hier in der Kirche feiern. Das Coronavirus oder die Corona-Krise, sie überschattet die ganze Welt. Unser Planet, ein großes Krisengebiet. Deshalb habe ich auch die Weltkugel mit in das Motiv der Osterkerze aufgenommen. Denn Christus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn wir normalerweise mit der Osterkerze in die noch völlig dunkle Kirche einziehen, dann fasziniert mich immer wieder, wie diese kleine Flamme plötzlich Licht in diesen großen Raum bringt. Und so begleitet mich auch eines von den sieben Ich-Bin-Worten aus dem Johannesevangelium beim Entwerfen und Fertigen der Osterkerze. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, was sagt uns das Motiv für dieses Jahr? In der Mitte fällt uns ein Regenbogen auf, und dieser Regenbogen ist immer zu sehen, wenn nach Gewitter oder nach dem Regen die Sonne scheint. Er steht für den Bund mit Gott, mit den Menschen, mit Noah und seiner Familie. Gott sprach: Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und nach der Sintflut verspricht er ihnen, die Schöpfung nie mehr zu vernichten. Als sichtbares Zeichen dieses Bundes soll der Regenbogen am Himmel stehen. Auch wenn wir heute wissen, warum es einen Regenbogen gibt und wie er entsteht, so fasziniert es doch, dass weißes Licht durch ein Prisma geschickt plötzlich diese wunderbaren Farben ergibt. Im oberen Teil der Kerze, hinter dem Kreuz, da leuchtet die Sonne. Am Ostermorgen leuchtet sie Maria, Maria Magdalena und Salome. Und sie kamen zum Grabe am ersten Tage der Woche sehr früh. Da die Sonne aufging, so hören wir es im Markus-Evangelium. Ja, ohne Sonne gäbe es auf unserer Erde kein Leben. Sie spendet uns Wärme und sie spendet uns Licht. Die Sonne geht auf, so singen wir an Ostern. Und jeder Morgen ist eine kleine Auferstehung. Daran soll uns auch der Anblick dieser Kerze im Gottesdienst erinnern. Unsere Kerze besiegt das Dunkel. Unser Herr Jesus Christus hat mit seiner Auferstehung den Tod und die ewige Verdammnis aller Menschen endgültig besiegt. Dies ist der neue Bund, und wir erleben ihn jedes Mal beim Abendmahl, wenn wir bei den Einsetzungsworten hören: Nehmt hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder wie es bei Matthäus heißt: Das ist mein Blut des Bundes. Das Rot der Buchstaben, es erinnert an vergossenes Blut. Rot ist ebenso die Farbe des Feuers und somit auch Symbol göttlicher Kraft. Das Alpha und das Omega auf der Kerze begegnet uns in der Bibel an vielen Stellen. Ich möchte nur die letzte Stelle und zugleich fast das letzte Wort der Heiligen Schrift anführen. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das Weiß der Osterkerze, wir finden es als liturgische Farbe an den Ostertagen wieder.
Und somit ist auch die Farbe der Paramente an Ostern weiß. Weiß, es bedeutet Auferstehung, Reinheit, Anfang und neues Leben. Wir Christen leben seit unseren Anfängen von diesen Geschichten, die uns die Heilige Schrift erzählt und die uns das Geschehen sichtbar macht. Es hat mir auch dieses Jahr wieder viel Freude gemacht, die Osterkerze für St. Johannes zu gestalten. Ihnen wünsche ich nun ein gesegnetes Osterfest und bleiben Sie gesund.